Hi Leute und willkommen zu einer Scheiß neuen Folge. Wolfsmann. Echt schießwütig. Scheiß Wolfsmann, echt schießwütig. Den verdammten Kult. Hab sie drüber reden hören. Seraphinden oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Ja, die sind schon übel, die Scars. Die alten Pfeifen. Wenn ich doch nur was craften könnte. Ah, immerhin. Ja, na also. Eine Sache können wir doch herstellen. Na schau. Bam. Schnalkohol. Mehr Schnalkohol. Und einen Lappen. Haben wir schon wieder alles zusammen, was wir verkraftet haben. Wobei, beim Alkohol bin ich mir nicht ganz sicher. Don Fiocchi. Klingt wie ein Pasta-Laden. Sieht aus wie ein Sandwich-Laden. Cool. Ah, oh, naja, schade. Grundsätzlich schön, wenn man so versteckte Sachen findet. Aber wenn man es nicht brauchen kann, doof. Ist das ein Überlebensmagazin? Ja, cool. Es gibt also noch mehr. Ah, das ist jetzt das letzte tatsächlich. Jetzt haben wir alle gefunden. Das freut mich, dass wir alle gefunden haben. Erhöht Stabilität. Oh ja, das kann ich gut brauchen. Dieses Wanken macht mich fertig. Bewegungsgeschwindigkeit. Reichweite beim Lauschmodus. Atem anhalten. Ach, man kann den Atem anhalten beim Zielen. Das könnte helfen. Und erhöht die Effektivität bei der Fertigung von Pfeilen. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber ich hätte jetzt gern erstmal das hier. Da kann ich mehr Sprengpfeile machen. Dafür brauchen wir noch ein paar Tablettchen. Nicht mehr viele, aber ein bisschen noch. Ja, cool. Das freut mich. Was sind das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Ah, er war hier die Comic-Con. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Comics Expo. Tja. In unserer Zeit würde Ellie jetzt wahrscheinlich irgendwie Captain Marvel cosplayen oder sowas. Statt irgendwelche Leute zu töten. Wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Verdammt. Da müssen wir wohl schwimmen. Es sei denn... Nee, okay, wir müssen schwimmen. Da war gerade ein Fisch, oder? Cool. Bisschen doof, der Fisch. Aber okay.
Okay. Wohin jetzt? In das dunkle Loch hier, befürchte ich. Aber wollen wir vorher noch mal da lang gehen? Hier lang. Warte mal, hier geht's weiter, oder wie? Ja, dann gehen wir in das Loch mit den dunklen Infizierten. In das dunkle Loch mit den Infizierten. Ob die Infizierten selbst dunkel sind, weiß ich nicht. Die sind meistens eher ein bisschen bleich und so, ne? Nicht so dunkel. Okay. Ich schätze, Schleichen ist schon vorbei. Ach, ich habe ja wieder das andere Gewehr. Ich höre nicht. Ah, das war's schon. War's das? Ja. Glaub schon. Okay. Ich verwechsel die beiden Gewehre immer. Die sehen so ähnlich aus für mich als Waffen, nicht absolut nicht Kenner. Sind das halt beides Metallrohre mit Holzgriffen. Das ist echt, das macht es echt schwierig für mich, die zu unterscheiden. Wenn eins wenigstens irgendwie ein bisschen Kunststoff wäre oder Lackier oder sowas in der Art. Es passiert mir ganz oft, dass ich die falsche Waffe in der Hand habe, eine andere als ich dachte. Ja, und wohin führt das jetzt? Oh! Wo denn? Was denn? Ich sehe nichts. Der mich ganz schön überrumpelt. Da konnte ich jetzt gerade gar nichts mehr machen. Mein Gott, ist sie jetzt mal tot? Unglaublich. Okay, das war's. Unverschämtheit. Da sagen die mir schon, dass es das war. Der Loot liegt ja vor mir und dann plötzlich bam. Ich glaub, du hast recht. Monster. So, wo bin ich jetzt da lang? Gerade. Wie habe ich jetzt diesen Weg gefunden gerade? Ah ja, hier. Deswegen brauche ich die Schrotflinte und nicht das absolut nutzlose Gewehr hier. Aber wenigstens kann ich jetzt endlich wieder was mit Lappen machen. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir können jetzt auch wieder Lappen craften. Klebeband, yeah, der war wertvoll. Ah ja, cool. Kriegen wir noch eine gratis Heilung. Dann geben wir trotz absolut miserablen, überlaufenden Superkampf mit einem Plus hier raus. Immerhin. An das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in dem Bereich müssen es wissen. Wir wurden überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars... Was? Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Gary ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindlig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen? Und sagt Misha, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen.
Na dann, nix wie raus hier. Los, Team Jackson. Was für verfickte Arschlöcher. Treffend formuliert. Sind wir Team Jackson? Ich schätze mal, Jacksonville heißt unser Heimatdorf, ne? Deswegen wahrscheinlich. Ich dachte für einen kurzen Moment, er meint sich selbst, aber er heißt ja irgendwie Jesse, glaube ich, ne? Und nicht Jackson. Wahrscheinlich darf ich nicht darunter. Nicht weit bis zum Riesenrad. Kommt mir nicht so vor. Wir kommen schon noch hin. Sackgasse. Na, dann doch darunter. Ah. Du kommst da durch? Mal sehen. Ich wollte mich schon fast in den Tod stürzen. Gut, dass wir das noch gesehen haben hier. Ich wäre gekommen, weißt du, wenn du gesagt hättest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Na, bist du ja jetzt eh. Ich weiß gar nicht. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Klebeband, yes. Aber zu wenig Klebeband. Man braucht in dem Spiel so viel Klebeband. Im Fallout auch. Im Fallout 4 ist Klebeband auch ziemlich wertvoll, ne? Hm. Die Kinderbuchecke. Auch hier gibt es kein Klebeband, aber ein Zettel. Die Geschichte von Pferd und Hase. Echt hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagt das Fellpferd. Es ist etwas, das mit dir passiert. Wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt, nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du echt. Tut das weh? Fragt der Hase. Manchmal, sagt das Fellpferd. Das ist irgendwie eine ziemlich gruselige Kindergeschichte hier. Was ist denn da los? Manchmal, sagt das Fellpferd, denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. What? Okay, ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht zu hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse dich auch. Aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur, ich brauche, durchgestrichen dahinter, ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir was passiert. Ich liebe dich auch. Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh, das mag sein. Aber das müsste doch Jesse offensichtlich klar sein, oder? Buch als Kind? Ja.
Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Okay. Was ist mit dir, Klugscheißer? Nun, meine Mom hatte nur ein Kinderbuch. Das Wurzelkind. Ein Junge verwandelt sich in einen Wald, um sein Dorf zu retten. Okay. Damit es nicht langweilig wurde, hat Mom sich immer ein anderes Ende ausgedacht. Einmal hat der Junge das ganze Dorf sterben lassen. Ich hatte Albträume. Gruselig. Das war echt nett von ihr. Ja, Mom ist ein Schatz. Sie wird verrückt, wenn sie von dem Baby hört. Ja, das glaube ich gern. Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Oh, ein Sprengpfeil liegt hier einfach so rum. Nice. Die haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Ich bin so sparsam damit. Ich will die gar nicht anpacken, die Sprengpfeile. Aber vielleicht wird schon langsam Zeit. Wenn das nächste Mal mehr Gegner kommen auf einem Haufen. Ja, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Das war wohl nicht richtig. Ich brauche ein Hinweisspiel. Ich finde nicht zurecht mich. Falls wir überleben. Aha. Wenn wir zurück sind, besaufen wir uns und spielen Brettspiele. Aha. Alles soll wieder normal sein. Das klingt toll. Aber ich glaube nicht, dass Dina was trinken wird. Sie kann ja nüchtern bleiben. Ach so, hier geht's weiter. Okay. Alles klar. Ob sich das lohnt, dadurch zu kriechen? Oh. Eine gute Nahkampfwaffe. Schade, dass ich meine gerade gepimpt habe. Eigentlich... Nee, eigentlich ist die besser. Schade eigentlich. Naja, aber wir haben ein paar Pillen gefunden und können jetzt hier... Ah, genau, das da lernen. Das wollte ich machen. Fertigungsmenge erhöht und Inventarkapazität erhöht. Wir können jetzt mehr Sprengpfeile gleichzeitig machen und stellen auch noch mehr her, wenn wir eincraften. Das ist ziemlich super. Ah, hier geht's nicht lang. Hier runter. Wir können außenrum zum Riesenrad gehen. Ja, ja. Außenrum? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen dreimal rechts um den Block herum, statt einmal nach links. Okay. Was, Junge? Scheiße. Hab ihn! Seht nach, ob es Überlebende gibt. Oh nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr gegen Hunde kämpfen. Ich will keine Hunde mehr töten. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist jetzt vorbei. Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Ich will als Erste bei dem verdammten Strand sein. Du kriegst deine Chance. Wir alle. Okay. Die sterben alle. Und wir überleben. Ja. Was willst du dann machen? Außer eine Woche schlafen? All dem. Mein Freund wollte mir Salsa-Tanzen beibringen. Ich bin gerade ziemlich verlockt. Ich glaube, sie hat was. Was witterst du da? Lesen, ein paar Bücher nehmen, ein ruhiges Plätzchen suchen und lesen. Ist Jahre her. Okay. Darauf, dass wir den Scheiß überlegen. Geh mal damit. Wirklich, das funktioniert? das ist schon plausibler. Aber gerade eben, das war komisch. Thank you.
Okay. Ein Hund gerettet, wenigstens. Ein Hund gerettet. Ich hätte das schon viel früher machen sollen. Einfach nicht gegen Leute mit Hunden kämpfen. Warum habe ich so weit kommen lassen überhaupt? Ich befürchte, manchmal ließe es sich einfach auch nicht vermeiden, aber... Jetzt geht's mir besser. Ich finde das gut. Gut, dass wir das gemacht haben. Cool. Das freut mich jetzt richtig, dass das so schön geklappt hat. Einfach durchschleichen und den armen Hund in Ruhe lassen. Good boy oder girl oder was auch immer. Bin ich jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen? Ja, irgendwie schon. Geht hier zufällig nicht weiter? Sieht aber so aus, als würde es hier weitergehen. Ich gehe nochmal rein. Vielleicht gibt es eine andere Abzweigung irgendwie. Ah! Oder? Nee, warte mal. Hä? Nee. Wirklich? Okay, dann müssen wir woanders hin. Ach so, warte mal, das könnte sogar sein, dass es da doch weitergeht. Jetzt, Moment mal. Verwirrt. Hier. Waren wir, glaube ich, zumindest noch nicht. Ist das eine Werkbank? Ah ja, das ist eine Werkbank. Okay, na gut. Können wir gar nichts machen. Blöde Werkbank. Ah, jetzt muss ich vielleicht nochmal schauen. Vielleicht können wir nämlich jetzt was machen. Ja, könnten wir. Wir könnten beim Revolver die Feuerrate erhöhen. Wisst ihr was von mir aus? Ich mache jetzt einfach, was geht. Weil das sind irgendwie, finde ich, so minimale Upgrades. Das merkt man sowieso kaum. Ah, okay, wartet mal. Hier ein Zielfernrohr auf das Gewehr bauen wäre schon ziemlich gut. 80 Schrauben sollte ich dafür sparen. Dann macht das Gewehr nämlich auch viel mehr Sinn. Ja, okay. Dann hätte ich jetzt lieber nicht die Schussfrequenz von dem Revolver erhöht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Ja, und jetzt dreht sich alles wieder im Kreis. Ah! Bestimmt hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Scheiße. Zur Hölle kommen wir darüber. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. So, na gut, Leute. Dann machen wir jetzt hier Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Adieu.